Wir einfach mal zum Leuchtturm. So. Da ist der Leuchtturmwärter. Habt ihr gehört, dass noch ein Schiff weiter unten an der Küste gesunken ist? Wertvolle Fracht wird jetzt am Strand angespült. Aha. Oh, aua. Gut zu wissen. Was für Fracht? Das Schiff transportierte die neue Kristalllampe für meinen Leuchtturm. Angeblich waren viele teure Sachen an Bord. Das klingt doch nach einer Quest. Ich könnte versuchen, eure Kristalllampe zu finden. Ich wäre sehr dankbar. Ich glaube, der halbe Ort hatte etwas auf dem Schiff. Also wäre es sinnvoll, andere nach ihren vermissten Gütern zu fragen. Das ist doch eine gute Idee. So verdienen wir uns vielleicht sogar ein bisschen Geld und vielleicht Informationen, die dann doch noch gesunkene Schätze davon behalten, das weiß ich schon. So verdient man sich doch noch ein bisschen Geld und so nebenbei. Und dann gehen wir erstmal in den Leuchtturm rein und gucken, was wir hier so haben. Hier haben wir zum Beispiel eine Truhe, räumen wir erstmal die Hütte des Leuchtturmwärters aus. So, 150 Gulden. Das war bestimmt das Ersparte für seine Kristall, hier für seine Leuchtturmlampe. Hier kann man leider nicht hoch. Okay, dann war es das hier auch schon. Okay, dann fragen wir doch mal ein paar Dorfbewohner, ob die vielleicht vermisste Gegenstände auf dem Schiff hatten, was auf Grund gelaufen ist. Und wie es der Zufall will, ist ja zurzeit auch in echt ein Schiff auf Grund gelaufen, weil einfach ein Kapitän viel zu dämlich ist. Reden wir doch mal mit dem hier. Hallo, ein guter Morgen fürs Segeln. Okay, ein guter Morgen von mir aus. Fahrt ihr heute raus? Heute nicht. Dauert eine Weile, die Boote nach dem letzten Sturm zu reparieren. Das hier ist fast fertig, aber das Boot auf der anderen Seite der Bucht wird mehr Arbeit. Verdienen die viel mit Boote der Fischerei? Boote vermieten und fischen ist nett. Wenn man Glück hat, findet man hier Perlen. Die sind in ganz Haskilia berühmt und bringen auch gut Geld. Oh, nicht schlecht. Danke für diese Information. Aber der hat keine Quest für uns. Was? Ah ne, hier steht niemand. Der vielleicht. Seit ich hier in Brightwater lebe, bin ich richtig locker geworden. Findet ihr es nicht entspannend? Ja, doch. Also es ist auf jeden Fall. Habt ihr in dem Lumina gelebt, bevor ihr hierher kamt? Oder es ist entspannt, aber ich brauche mehr Aufregung. Wirklich? So. Na, es gibt hier im Umland immer jede Menge zu jagen. Einige der harmloseren Wesen kann man leicht erlegen. Cool. Das wissen wir mittlerweile. Aber ich glaube, der hat auch keine Quest für die Königin gearbeitet. Ich durfte gehen, als ich vergaß, Fürst Talos einen Brief zu geben. Aber der ist so ein Unsympath. Seine Maske macht mich total nervös. Ihr könnt den Brief haben, wenn ihr wollt. Ah, hallo. Wir haben einen Brief bekommen. Wir haben einen Brief gekriegt. Wir haben einen Brief gekriegt. Wir haben einen Brief gekriegt. Ich frage mich nur, von wem. Ich denke, einige von euch kennen das noch. Wenn ihr zum Strand kommt, könntet ihr nach meiner Papageienfeder suchen? Ich hatte eine seltene Papageienfeder bestellt, aber sie ist vermutlich mit dem Frachtschiff untergegangen. Ich wollte daraus eine Fliege fürs Angeln machen. Okay. Wird gemacht. So, habt ihr noch was hier? Ich warte jetzt schon eine Weile auf diesen speziellen Köder. Ich hoffe, er ist nicht mit dem Frachtschiff untergegangen. Wenn ihr spezielle Angelköder am Strand findet, bringt sie doch bitte zu mir, ja? Ja, natürlich. Okay, okay. Yay, ich weiß, dass ihr mich für einen alten Sauertopf haltet. Aber ich bemühe mich um Toleranz. Hab sogar ein Buch zur Selbsthilfe bestellt. Aber das ist mit dem dämlichen Frachter gesunken. Sowas kotzt mich echt an. Wenn ihr ein Buch am Strand findet, dann ist das meins, klar? Alles klar. Auch der will etwas vom Strand haben.
Jetzt will vielleicht noch der Letzte noch was vom Strand haben. Vorher machen wir das hier kaputt. Wo nichts drin ist. Habt ihr von dem Schiff gehört, das neulich gesunken ist? Die gesamte Fracht ging verloren. Das hat mich ziemlich getroffen, weil ich auf eine Einladung gewartet habe, die das Schiff bringen sollte. Wenn ihr eine Einladung am Strand sehen solltet, bringt sie mir doch. Aber natürlich, auch dir noch, wenn wir schon mal da sind. Dann können wir ja auch alles mitbringen. So, hoho. Dann geht's weiter. Ist hier vielleicht noch irgendwo etwas? Hat der vielleicht noch was? Ach, schaut euch doch an! Denkt ihr, wird richtig zäh, hä? Ich wette, ihr habt noch nie was echt Gefährliches getötet. Ich bin ein erfahrener Kämpfer und Jäger. Obacht. Oder soll ich euch Manieren beibringen? Ihr könntet mir nichts beibringen, das ich wissen muss. So, ich bin erfahrener Jäger und Kämpfer. Besorgt mir eine Brightwater-Perle und ich glaube eure Geschichte vom großen Krieger vielleicht. Ich wusste es doch, haha. Seht ihr, deswegen habe ich die nicht verkauft und deswegen gebe ich ihm die jetzt auch gleich. Auf Wiedersehen und wenn wir ihn jetzt nochmal ansprechen, denke ich mal, können wir Mann, ihm die geben. Ihr habt eine Brightwater-Perle gefunden? Total toll! Ich weiß. So. Remis Schmuckstück erhalten, aha. Da muss ich doch gleich nochmal im Quest-Log nachlesen. Was es jetzt mit diesem Schmuckstück auf sich hat, das werde ich auch gleich mal machen. Auftragsbuch. Auch wenn der Zorn der Königin. Wertvolle Fracht. Kristalllampe, wertvolle Fracht. Da. Suche nach Wolfs und. Ach so, okay. Das muss ja, auch wenn der. Verlasst die Burg. Achtet auf dem. Wegweiser nach Shaddam Nimo, wenn ihr euch, wenn ihr die Orientierung verliert. Richtet euch einfach dem Pfeil auf der Navigationskarte. Okay. Ach, dieser Pfeil zeigt uns in die Richtung. Ich dachte, er zeigt immer nach Norden. Aber wir gehen erstmal an den Strand und gucken mal, was wir da so finden. Okay, okay. Gehen wir dort also erstmal hin. So. So, 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 so. So, 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 so. Auf zum Strand, um dort ein paar Güter zu finden. Und wenn wir das haben, dann bekommen wir bestimmt ein bisschen Geld und ein bisschen Erfahrung und so weiter. Und das ist doch auch mal was Schönes. Und dann mal gucken, ob wir dann zu den Shaddanimo gehen. So, neue Speicherdatei. Speichern von Sudeki. Bitte wahr. Ich möchte aber, bevor ich jetzt nochmal kämpfen gehe, möchte ich mal einmal eben in meine Gegenständeliste gehen. Nee, hier ist es nicht. Wertgegenstände, da. Brightwater-Perle, 3 Stück haben wir davon sogar. Monster-Kompendium, Rüstung. Also dieses Amulett, das ist also anscheinend nichts, was wir anlegen könnten oder sowas. Okay. Dann mal los. Mal gucken, was wir so am Strand hier finden. Irgendwie finde ich hier nichts. Aber das hier ist auf jeden Fall der Strand. Ah, hier die Kisten vielleicht. Papageienfedern. Selbsthilfebuch. Und eine Kristalllampe. Mehr nicht. Das waren doch mehrere Sachen, die hier angespült worden sein sollen. Da bin ich mir echt... Ach, da hinten können wir anscheinend noch raus.
So. Oder auch nicht. Vielleicht müssen wir einfach nochmal irgendwie woanders hingehen und dass sich das mal aktualisiert, so das Gebiet, dass wenn wir da jetzt reingehen, wieder, dass hier jetzt... Ach, da ist noch eine Kiste, die habe ich übersehen. Okay. So, Spezialköder. Und ich meine, das waren 5 Sachen, wenn ich mich recht erinnere. So, sieht einer von euch hier noch irgendwo eine Kiste? Dafür müssen wir noch einmal kurz rausgehen. Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass es damit zu tun hat, aber... Ach, fuck. Dann wird man noch gleich angegriffen. So. Dann gibt's erstmal ein bisschen auf die Mütze. So. Hier, bitteschön. Und da steht auch die nächste Kiste. Okay, scheint doch damit zu tun zu haben. Gut, gut. Brightwater-Perle mitgenommen. Jetzt haben wir schon 4 davon. So, Einladung zum Fest mitgenommen. Und damit haben wir, glaube ich, alle Quests. Und dann gehen wir mal abgeben. Und dann können wir uns auch in Richtung Shadani Mo begeben. So. Und weiter geht's. Wir sind doch gleich wieder da. Okay. Lal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 a. Aber ich frag mich echt, was es mit dem Brief auf sich hat von General Talos. Da frage ich mich echt, also da bin ich auch echt gespannt, muss ich sagen, was es damit auf sich hat. Und das werden wir mit Sicherheit noch herausfinden. So, der wollte nichts, dem haben wir ja die Brightwater-Perle gegeben. Und dann die Fischer, die wollten alle was. Und dann der Leuchtturmwärter waren das, glaube ich. Sagenhafte Sache, überragend. Jetzt kann ich eine Fliege fürs Angeln machen. Hier, das ist nur ein kleiner Lohn, aber verdient. Dankeschön. Wie viel denn? Ja, übergeben. Und Auftrag erfüllt. Und wie viel? Ein bisschen Erfahrung und Auge von Blablabla mitgenommen. Müssen wir gleich mal gucken, was das ist. Hey, das ist ja mein Spezialköder. Jetzt fange ich jeden einzelnen Fisch in der See. Ja, tue dies, wenn du meinst, dass es wirklich hilft. Okay. So, ich finde... Achtet mal jetzt gleich darauf, wenn ich mit dem Typen hier rede. Und zwar, ich finde, das ist so ein typisch für solche, ja, so Anime-Rollenspiele. Oder so im Anime-Stil so ein bisschen. Dass die Hauptcharaktere extrem detailliert gestaltet sind und auch sehr, sehr, also die Konturen viel schärfer sind und so weiter. Und wenn ich jetzt den hier anspreche, dann ist der längst nicht so, Mann, ihr habt den Schicken echt gefunden? Na, da werde ich doch gleich ein liebes Kärtchen und gebe euch eine Belohnung. So, jetzt achtet mal drauf, bevor ich auch weiterklicke. Also, der Fischer an sich, so die Klamotten und so weiter, die sind eher unscharf. Und bei ihr, also bei Eilish, das ist alles doch eher scharf. Also, im Sinne von Texturen und eher detaillierter. Also, das ist auch so ein typisches Merkmal. Also, mittlerweile nicht mehr so... aufgrund der heutigen Grafik-Engines, aber der damals war das typisch für diese Spiele.
Ihr habt meine Einladung tatsächlich gefunden. Vielen, vielen Dank. Ich gehe auf einen Ball. Juhu! Schön. Dann pass mal auf, dass du dich wegrollst. Oh, oh, oh Gott, war das schlecht. Edenkoralle mitgenommen. Was?